Hallo, meine Lieben. So, ihr seid vielleicht gerade dabei, eure Hochzeit zu planen oder seid eingeladen auf eine Hochzeit und jetzt stellt ihr euch die Frage, was verschenke ich entweder an meine Freundin, die heiratet, ja, also an die Braut, oder was könnte ich als Giveaway verschenken? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und dann bin ich gekommen auf die glorreiche Idee. Vielleicht habt ihr es bei dem einen oder anderen hier auf YouTube auch schon gesehen. Es gibt nämlich, und das ist in dem Zusammenhang total gut, pass auf, Juwelkerzen. Jetzt denkt ihr so, ja, habe ich schon gesehen, aber vielleicht habt ihr noch nicht daran gedacht, es als Geschenk zu sehen, ja? Weil ich finde, das ist nämlich genau das richtige Geschenk. Weil es hat so ein, erstens ist es mal was komplett anderes, ja, es ist kein, was verschenkt man sonst, ne, Mixer oder so, keine Ahnung, also es gibt ja wirklich fiese, ja, Hochzeitsgeschenke oder fiese Giveaways, und ich dachte mir, das ist richtig geil, aber erst einmal, vielleicht kennt ihr das Prinzip auch noch gar nicht. Und dann erkläre ich euch einmal ganz kurz, was das mit diesen Juwelkerzen auf sich hat. Wie ihr sehen könnt, sind das schöne große Kerzen, aber es gibt auch noch kleinere hinter mir. Da brennt gerade eine ab. Und das sind da eben Duftkerzen. Da gibt es ganz viele verschiedene Duftrichtungen. Und der Witz dabei ist, dass im Wachs drin ein Schmuckstück ist. Also man muss die Kerze anmachen und sie abbrennen, dass man an das Schmuckstück kommt. Hier sieht man das. Da ist so ein kleines Beutelchen. Und da ist Schmuck drin. Ich habe mir jetzt Ringe ausgesucht, weil jeder hat Finger, aber nicht jeder hat Ohrlöcher. Also es gibt Ohrringe oder Ringe. Ich habe mich jetzt für Ringe entschieden. Und also zuerst trifft ihr natürlich die Auswahl, welche Duftrichtung, welche Größe und dann halt welches Schmuckstück. Und das Witzige dabei ist, man weiß nicht, was da drin ist. Es kann Schmuck von 10 bis 250 Euro da drin sein. Es ist also so ein bisschen so die Überraschungstüte für Mädchen, für die erwachsene Frau. Das ist eben so das Besondere und ich finde das so eine geile Idee, eben als Geschenk. Ich habe verschiedene Duftrichtungen hier einmal durchgeschnuppert. Man kann das ja hier so aufmachen und einmal dran schnuppern und mein Favorit bisher ist definitiv Passionsfrucht. Boah, das riecht so geil, das riecht so nach, es gibt so, glaube ich, von Katjes so Weingummi, so exotisches Weingummi und genau so riecht das. Richtig lecker. Also Passionsfrucht ist auf jeden Fall mein Favorit. Ich habe dann noch Orangeneiscreme, riecht auch richtig geil. Dann, was brennt, was da brennt, das Kleine, ist frische Wassermelone. Riecht auch sehr, sehr gut. So nach Wassermelonen-Kaugummi. Und Pina Colada. Pina Colada riecht halt nach Ananas und Kokosnuss. Auch sehr, sehr lecker. Und Erdbeereis. Wobei ich finde, dass Erdbeereis nicht so gut riecht. Also ich finde, die anderen sind weitaus besser. Und meine Favoriten sind auf jeden Fall Orangeneis und Passionsfrucht. Die riechen für mich noch am ja, irgendwie am angenehmsten, natürlichsten und ja. Wenn ihr das auch als eine verdammt gute Idee findet, dann bekommt ihr jetzt erstmal einen fetten Rabatt. Wenn ihr diesen unten hier eingeblendeten und unten in der Infobox befindlichen Link einmal betätigt und den Code da eingibt, bekommt ihr erstmal einen Rabatt. Und wenn ihr eine der Kerzen haben wollt, dann schreibt bitte in die Kommentare, welchen Duft ihr gerne haben möchtet. Ich habe Passionsfrucht, Orangeneis, Erdbeereis und Pina Colada. Wassermelone flammt da gerade hinten ab. Ich werde euch auch zeigen, was da drin ist. Ich habe sie aber gerade erst angezündet. Das heißt, ich muss ein paar Stunden warten und kann dann morgen euch zeigen, was drin gewesen ist in dem Glas. Was für einen Ring ich habe. Ich bin sehr gespannt. Ich bin super gespannt, wie der Schmuck aussieht. Und ja, das ist echt sehr spannend. Okay. Das war auf jeden Fall mein Giveaway- und Hochzeitsgeschenktipp. Lasst es einmal sacken, weil es ist echt, es ist einfach mal was richtig anderes und
für Mädels, die Überraschungen lieben, auf jeden Fall richtig gut. Und man muss ja nicht unbedingt die riesengroßen verschenken. Und man kann auch die kleinen Größen nehmen und dann schon auf den Tischen schon drapieren. Wisst ihr, wie ich meine? Auf den Hochzeitsfeiertischen, also auf jeden Tisch so eine Kerze und dann kann man vielleicht noch ein Spiel draus machen, so, ne? Irgendwie, keine Ahnung, dass man das am Tisch verlost unter den Frauen, der Schmuck, der da drin ist. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge kreative Möglichkeiten, wie man die Kerzen an den Mann bringen kann. Wenn man jetzt nämlich eine sehr große Hochzeitsfeier hat, kann man das vielleicht nicht jedem eine schenken, aber vielleicht jedem Hochzeitstisch, ja, jedem Tisch eine Kerze. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine sehr geile Idee, fände ich persönlich und deswegen teile ich die mit euch. Teile mit euch auch auf jeden Fall die Kerzen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Nach meinen Flitterwochen werde ich die Gewinner dann persönlich auslosen und informieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin einen sonnigen Tag. Oh Gott, es ist so warm. So, einen Tag später, jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, was jetzt in meiner Kerze gewesen ist. Also ihr seht, die Hälfte ist runtergebrannt, dann konnte ich das so rausfischen. Und zwar hatte ich diese süßen Ohrstecker da drin im Wert von 25 Euro und aus echtem Sterling-Silber. Und ja, die sind da echt ganz süß. Also es hätte mich schlimmer treffen können. Sag ich mal so. Also ich finde die wirklich sehr süß. Und ja, die waren jetzt in meiner kleinen Kerze. Und in euren Kerzen, also die, die ich an euch verlose, sind Ringe drin. Und die sind halt ein bisschen größer. Da muss man ein bisschen länger abbrennen lassen. Okay, also das war mein Geschenktipp an euch, für euch. Und ja, schreibt mir in den Kommentaren, welche ihr gerne hättet und wie ihr die Idee findet. So als Hochzeitsgeschenk oder Giveaway.